Was geht, meine Damen und Herren? Willkommen zu einem Wattepod von Mario Party 6. Let's go, Boys. Sternbank ist das Einzige, was für uns noch fehlt. Und, joa, let's go, Boys. Wir haben hier noch einige Sachen hier noch zu... anzuschauen. Und zwar auf jeden Fall die Wunderbücher. Dazu kaufe ich auf jeden Fall jetzt gleich die ganzen Seiten. Ja, was haben wir denn noch hier? Zwei Spieler Sternstapler. Das müssen wir, wenn dann, ja, das machen wir dann irgendwann. Das machen wir aber noch nicht jetzt, also ich zeige... Oh, wir haben wieder unendlich Sterne, ihr seht schon, wir sind auf jeden Fall komplett legit. So, ja, wir wissen das. Ich kaufe jetzt erstmal alle Wunderbuchseiten und dann lesen wir uns das Wunderbuch hier in diesem Part vor. Was gibt's noch? Ich habe keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Das Wunderbuch hat ja 20 Seiten oder sowas. Das dauert schon eine Weile auf jeden Fall, bis man hier alle Wunderbücher dann sich leisten kann. Die werden ja auch immer teurer. Ich glaube, ab Seite 6 oder so ist es halt 20 und dann wird es irgendwann 30 und dann 40. Werden halt immer teurer. Ne, wobei, die 6. Seite ist auch noch 10. Okay, die 7. ist dann 20 oder sowas. Seht ihr ja selbst hier. Jetzt sind die 20, jetzt sind sie 30. Und die letzten sind dann nochmal 40. Ich weiß gar nicht, ob die auch mehr Inhalt haben, die auch teurer werden. Oder ob das einfach so extra ist, weil man halt gespannt ist, wie es weitergeht und so weiter, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. So, Wunderbuchseite 8 haben wir jetzt auch noch. Das Kaufen dauert halt seine Zeit. Was kann ich denn so lange erzählen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Soweit ich weiß, war das Wunderbuch aber auch echt eine coole Sache. Ist halt was ganz Nettes, kann man halt machen. Ist halt, ja, ist halt einfach ganz cool zum Lesen wahrscheinlich einfach. Ist halt nett gemacht. Wir haben jetzt schon 11 Seiten. So, die 12. Seite, zack. Ich hoffe, wir müssen nicht auf die einzelnen nochmal draufklicken. Ich hoffe, dass man beim Wunderbuch einfach durchblättern kann. Ich glaube aber schon. Ich glaube, das war wirklich so gemacht. Ist ja auch besser so, oder nicht? Apropos, auf jeden Fall, wer sich fragt, warum bei diesem Rahmen da, bei dieser Sprechrahmen da links irgendwie so ein Streifen ist. Keine Ahnung. Vielleicht Emulator-Probleme oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch nur bei diesem Spiel hier so. Kann halt sein, dass das halt falsch emuliert wird oder sowas. Keine Ahnung. Ist ja an sich auch Wayne, oder? Ich denke mal, das juckt eh keine Sau. Also bei diesem Rahmen da. So an sich ist es doch einfach geil, dass man das Spiel jetzt trotzdem, dass ich euch das Spiel trotzdem zeigen kann, so. Weil das gibt's ja auch nicht als Virtual Console oder sowas. Das Spiel hier. Das kannst du so gesehen eigentlich nur über GameCube halt, aber. Ja, wer hat denn noch eine GameCube? An sich sieht es auch besser auf dem Emulator aus, ganz ehrlich. So, Wunderbuchseite 17, nice. Wunderbuchseite 18. Nur noch 3 Seiten müssen wir, glaube ich, kaufen. Es hat ja nur 20 Seiten. Kriegt man alles schon voll. So, endlich haben wir Seite 18. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommt Seite 19. Oh mein Gott. Ja, wir haben es gleich voll. Ich gucke mich trotzdem nochmal, bevor wir das Wunderbuch jetzt erstmal angucken, gucke ich mich jetzt mal hier trotzdem noch ein bisschen hier in diesem Shop hier rum. Was es hier denn noch gibt, ich glaube... Oder wir gucken uns noch das Geheimnis an, das kostet auch nur 10 Sterne.
Das ist ein Schnäppchen. So, wir haben jetzt alle Seiten. Gut, Wunderbuch Geheimnis. Das will ich jetzt auch auf jeden Fall sehen. Ich verrate dir ein Geheimnis über das Wunderbuch. Du musst erst alle Seiten beisammen haben, bevor du den Epilog ansehen kannst. Aber das Geheimnis behalten wir für uns, nicht wahr? Ach, das habe ich jetzt nicht gewusst. Okay, die Soundchecks können wir dann, glaube ich, auch anhören. Ich habe jetzt keine Ahnung von den Soundchecks, das sehen wir dann wahrscheinlich später. Okay, im Optionsmodus kannst du das alles hören. Okay, das hören wir uns dann auf jeden Fall dann noch in diesem Part an. Naja, das Kaufen ist auf jeden Fall super spannend, oder meine Damen und Herren? Aber es gehört einfach dazu und ich will es auch jetzt nicht rausschneiden oder so. Weil ich finde, das sollte man schon sehen, wie das aussieht, wie ich das kaufe. Ja, so. Das Zauberzeug, das will ich euch auf jeden Fall nicht zeigen. Das sind die Geheimnisse auf jeden Fall. Gibt jetzt erstmal hier noch einen Soundcheck. Soweit ich weiß, sind die Zauberdinger einfach nur für den Partymodus wichtig. Da kannst du, glaube ich, Y drücken und dann kannst du, glaube ich, irgendwas machen. Oder? Oder war das sowas? Ich gucke jetzt mal. Wir kaufen uns jetzt mal extra einen Zauber. Ist jetzt auch Wayne, von welchem Charakter wir das nehmen. So, du kannst ein wahres Zauber einsetzen. Drücke während des L, um deine Gegner zu verzaubern. Ja, genau, im L einfach drücken, dann könnt ihr irgendwas Bestimmtes machen. So, jetzt gucken wir uns die Geheimnisse an. Okay. Ich verrate dir ein tolles Geheimnis über das Mikro. Du kannst das Mikro verwenden, um in der Modusauswahl einen Charakter zu wählen. Aber das behalten wir uns. Das ist cool eigentlich. Das ist wirklich cool. Stellt euch vor, das wissen deine Mitspieler gar nicht. Und ihr wollt schnell Mini-Bowser holen. Dann, und ihr habt das Mikro parat, dann sagt ihr einfach Mini-Bowser ins Mikro, dann habt ihr den Charakter. Finde ich ganz cool sogar. Wusste ich selber noch gar nicht. Ich verrate dir ein super Geheimnis über das Mikro. Sag in der Modusauswahl einfach einmal Fly Guy. Aber das behalten für uns. Ja, das kann ich jetzt leider nicht machen. Ich habe kein Mikro. Also ich habe das Mikro nicht da. Das Gamecube-Mikro. Geheimnis. Sag im Solo-Modus einfach einmal die Zahl, die du würfeln möchtest. Vielleicht kommt diese Zahl dann wirklich, aber das bleibt unter uns. Alter, ist ja awesome. Aber da brauchst du erstmal ein Mikro für. Das sind echt coole Geheimnisse hier. Ja, wenn du Mikro-Minispiele spielst, setze den Mikro-Trick ein. Um deine Gegner auszutricksen, sag Befehle ins Mikro, ohne den Knopf zu drücken. Mit diesem schlauen Trick kannst du deine Freunde hinters Licht führen. Okay, das ist echt schlau. Einfach nicht den Knopf drücken. Ja, awesome. Einfach nur awesome. Jetzt ein tolles Geheimnis. Okay, das muss also was Tolles sein. Wenn du Verbalattacke spielst, sag einfach einmal Kugelwilli oder Gumba. Aber sag es nicht weiter, ja? Verbalattacke war Kugelwilli. Ah, das sind Befehle, die man gar nicht da einsetzen konnte. Das war das mit den Flammen und so weiter. Du konntest da gar keine Gumba oder Kugelwilli einsetzen. Okay, das ist cool. Dann gibt es ja auch geheime Befehle in Spielen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Wissen halt nur die Leute, die halt das länger spielen. Oder dieses Geheimnis hier gekauft haben. Ich verrate dir ein Geheimnis über das Mikro. Wenn du Ballermann spielst, sag einfach einmal 0. Aber das behalten für uns. Okay, 0. Das ist bestimmt auch was Gutes. Gibt es bei jedem Mikro-Minispiel irgendein Geheimnis? Das wäre echt cool. Sag einfach einmal Don Banano, während du Gruppendynamik spielst. Ah, okay, ja, es ist wieder ein anderes Spiel.
Ja gut, es gibt aber nicht bei jedem Minispiel von Mikromodus, ja, ein Geheimnis. So, hier gibt es ein Minispielmodus-Geheimnis. Das können wir ja vielleicht sogar umsetzen, wenn es irgendwie klappt. Ich verrate dir ein Geheimnis über den Minispielmodus. Spiele viele Minispiele im Minispielmodus, um am Ende viele Sterne zu gewinnen. Ja, toll. Minispielgeheimnis. Okay, let's go, Boys. Credits gibt es ja auch noch. Ich weiß nicht, wann ich euch die Credits zeigen möchte. An sich haben wir das bei Mario Party 5 ja auch so gemacht, dass wir das am Ende des Let's Plays gemacht haben. Also Ende des Solo-Let's Plays, weil Together, oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das im Together machen, also dass wir die Credits im Together anschauen oder halt nicht. Mal gucken. Überlege ich mir noch. Ich verrate dir ein Geheimnis über ein Minispiel. Der höchste Rang bei Chaos Kabinett ist Spielstärke 16. Man muss wirklich ein großer Labyrinthmeister sein, um diesen Rang zu erhalten. Okay, ich bin Rang 10 gewesen. Okay, die Zauberzeug, das brauchen wir nicht. Und das brauchen wir sicherlich auch nicht. Wirrwarrburg ist eine Map. Brauche ich nicht. Also, dieses magische Buch beinhaltet viele Mario Party Höhepunkte. Möchtest du das Wunderbuch ansehen? Ja, let's go. Jetzt schauen wir uns das Wunderbuch mal an, meine Damen und Herren. Dies ist das Wunderbuch. Dieses Buch ist randvoll mit Mario Party Höhepunkten. Man weiß nie, was einem aus diesem Buch entgegenspringt. Okay. Okay, jetzt kann ich hier die Seiten ansehen, glaube ich. Das ist Prolog. Das ist, keine Ahnung. Das ist Epilog, okay. Ja, let's go. Fangen wir mit dem Prolog an. Blubber Ahoi. Ja, das ist echt cool gemacht, einfach nur. So, Inhalt. Okay, das ist jetzt das. Okay, wenn ich A drücke, dann passiert das hier, aber es ist nichts zu lesen hier. Aber wir können weiter blättern. Warte mal, wenn ich jetzt A gedrückt halte, was passiert dann? Ah, okay, clever. Ist eigentlich ganz cool, aber ich dachte eigentlich, da kann man was lesen noch, aber... Scheinbar doch nicht. Schade, aber das ist eigentlich trotzdem ganz cool. Lädel. Das ist echt cool. So, das ist jetzt einfach nur der Prolog. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Story sein uns erzählen soll. Oder sein soll. Ich glaube, jetzt sind wir schon... Keine Ahnung, wo... Sind wir immer noch im Prolog oder sind wir jetzt schon weiter? Ich glaube, wir sind schon längst weiter. Okay, unter den Karotten sind Waluigi und ein Maulwurf. Ja, was eine Freude. Okay. Ja, wie gesagt, das Wunderbuch ist eigentlich schon ganz cool, ja. Aber ob das jetzt seine Sterne wert ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wer eh Sterne übrig hat, der wird so das machen. Und wer 100% Enthusiast ist, der einfach alles sehen möchte vom Spiel, der macht das, der kauft sich das so oder so. Und ich bin auch so einer, der einfach so alles 100% machen möchte. Und deswegen möchte ich euch hier auch alles zeigen, so. Okay, jetzt wahrscheinlich hier... Nö, okay, Yoshi übernimmt die Oberhand. Mit Shy Guys und wir hauen ab. Ja, das Spiel kennt ihr. Luigi hat richtig die Arschkarte gezogen. Ah, das ist dieses Putzspiel. Und Donkey Kong ist da unten. Nice. Das Ding ist, ihr seht auch gar nicht im Hintergrund. Hier ist Peach Schloss, wenn man A gedrückt hält. Und Raymond statt Sonja. Na? Auch ganz cool gemacht. Es gibt auch ein paar Easter Eggs. Vielleicht habt ihr auch welche gefunden, die ich nicht gefunden habe. Keine Ahnung.
Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, irgendwas. Okay, der hat den Rubin. Nee, was für Rubin? Der hat einen Smaragd gefunden und die Peach hat eine Bonbon. Awesome. Und ich glaube, das ist sogar. Ich glaube, das müsste jetzt so langsam der Epilog sein. Jeder wird von Bowser getroffen, das ist der Epilog. Ganz einfach. Oh ne, wir kriegen uns erstmal hier schön Kuchen. Ja, ja, das Spiel hier. Mögt ihr bestimmt. Das mit den Affen. Das war ja awesome. Ne, war es nicht. Das war ein Scheißspiel. So, Eilpost ist. Das ist cool. Okay, das ändert sich sogar hier, oder? Oh, ist ja cool. Wenn man A gedrückt hält, dann ändert es sich hier oben rechts und oben links. Ganze Zeit. Aber sonst bleibt das alles dasselbe. Alter, wie viele Seiten hat das Buch hier, bitte? Ja, hier, wenn man das gedrückt hält, da passiert halt auch immer was. Ne? Ist eigentlich ganz cool. Und ich glaube, ich kann nicht mehr drücken. Das war die letzte Seite. Wir gehen jetzt mal wieder zurück zum Inhaltsverzeichnis. Ja, das war's, meine Damen und Herren. Ach, jetzt kann. Ach, es gibt hier einen Prolog. Ich glaube, den Prolog haben wir uns schon geschaut. Okay, jetzt habt ihr die Seiten gesehen und hier ist der Prolog. Ich glaube, das haben wir schon gesehen. Ja, das haben wir schon gesehen. Brauchen wir nicht. Hallo, kann ich. Hallo. Bla 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 bla. Ich starte das Spiel neu. Okay, ich weiß jetzt, warum die Seiten so teuer sind, die letzten. Weil man ohne die nämlich den Epilog gar nicht anschauen kann. Ja, also ihr erfahrt dann so gesehen die Nachstory von dem Wunderbuch. Ja. Ich muss die Seiten jetzt nochmal kaufen, warum auch immer, weil es nicht gespeichert hat oder so. Ich habe keine Ahnung. Kaufen wir uns jetzt nochmal schnell. Ich glaube, das waren jetzt auch nur 4 Seiten oder so. Ne, ich glaube, das waren 5 sogar. Ja, deswegen sind die halt so teuer. Ne? So, kann ich jetzt den Epilog angucken? Sollen wir jetzt gleich sehen, meine Damen und Herren? Ja, ich strecke die Videos, ich weiß. Ist ja egal, der Part wäre so oder so lang gewesen. Kann ich jetzt den Epilog angucken? Ich habe zwar die anderen Seiten nicht, aber die haben wir uns jetzt eh schon angeguckt. Also juckt's ja eh nicht. Ich will nur den Epilog jetzt ansehen. Genau, jetzt fehlt natürlich die 16. Seite, ist ja klar. Na, muss ich mir noch kaufen. Warum ist die auch hier? Bei den 30ern. Hätte auch ruhig 40 auch kosten können. Hätte ich wenigstens gewusst, dass ich die auch brauche. Naja, jetzt müssen wir auf jeden Fall. Jetzt können wir auf jeden Fall den Epilog gucken. Jetzt müssten wir den Epilog eigentlich angucken können. Na, let's go jetzt. Ja, 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 wir wissen, was das Wunderbuch kann. Ist ja okay. Wir haben es ja schon angeguckt. Bla 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 bla. So, jetzt will ich den Epilog angucken. Darf ich das jetzt? Hä, warum darf ich mir den Epilog nicht angucken? Ach, ich muss alle Seiten haben, oder was? Ist ja komplett beschiss. Ja, muss ich mir wieder alle kaufen, toll. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Super. Super. Hat so viel Spaß gemacht, das zu kaufen. Sehr geil. So. Jetzt habe ich alles nochmal neu gekauft. Ich musste auch die Soundchecks nochmal neu kaufen. Und ja, es ist auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall auch gemerkt, dass ich ja gar nicht raus aus der Sternbank gegangen bin, um das zu speichern, das Spiel. Und deswegen bin ich ja. Ich bin herausgegangen, weil ich ja den Prolog nicht skippen konnte. Weil ich den aus Versehen ausgewählt habe. Oder was ist der aus Versehen? Ich dachte, das wäre was Neues. Und ja, jetzt können wir auf jeden Fall uns den Epilog angucken. Weil ich habe jetzt alle Seiten. Und dann machen wir die Soundchecks und dann gucken wir mal. Ja, 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 wir wissen, was das Wunderbuch kann, bla bla bla. Jetzt darf ich mir bitte das Epilog angucken. Hä?
Warum darf ich mir den Epilog nicht angucken? Muss ich das jetzt durchskippen wieder? Na komm, wir skippen das durch, bla bla bla. Wir müssen halt bis zu diesem Punkt da kommen, wo das mit dem Rasenmäher kommt. Da darf ich endlich meine Güte den Epilog angucken, hoffe ich jetzt mal. Okay, ich kann jetzt endlich den Epilog auswählen, nachdem ich diese ganzen Seiten nochmal durchgeblättert habe. Let's go, endlich, meine Güte. Die Sternbank ist gefüllt. Vielleicht legen Sonja und Raymond jetzt ihren Streit bei. Was ist denn hier los? Wahnsinn, schau dir das an, so viele Sterne in der Sternbank. Das ist einfach umwerfend. Und ihr habt all diese Sterne nur für uns erkämpft. Es war bestimmt anstrengend, so viele Sterne zu sammeln. Wir entschuldigen uns für unser Benehmen und versprechen, die wieder zu streiten. Als Dank für eure Mühen machen wir jetzt etwas ganz Besonderes. Aufgepasst! Geil, verstreut nur die Sterne, die wir gewonnen haben. Hart gewonnen haben. Dankeschön. Mega geil. Okay, was heißt hier hart erkämpft? Wir haben die hart ercheatet. Der Himmel explodierte in einem Feuerwerk aus leuchtenden Sternen. Alle staunten. Und so wachten Sonja und Raymond wieder in Eintracht über die Marupadi-Welt. Von all den blinkenden Sternen behütet, setzten alle ihre gewohnte Party fort. Party, yeah, nice. Ja, schön meine Sterne jetzt mal hier in den Dreck gezogen. Also, das ist doch kein gutes Ende. Na gut, ja, haben wir auf jeden Fall jetzt hier das Wunderbuch gesehen. Sehr awesome, wie ihr mit unseren Sternen umgeht. Finde ich awesome. Na gut, die Soundchecks machen wir jetzt auch noch. Und Credits, die hebe ich mir jetzt erstmal auf. Ich denke nicht, dass wir diesen Part machen. Ich guck mal, ob wir das einfach dann im Together dann machen. So, Optionsmodus, let's go, boys. Okay, hier sind, glaube ich, hört ihr Mario Party 6 Sounds an. Wo sind jetzt die Soundchecks? Sternbank-Songs. Ja, ja. Das Ding ist halt, die hört ihr so oder so in-game. Aber komm, wir gucken mal was. Ja, ist eigentlich ganz cool, aber wie gesagt, hört man so oder so in diesem Spiel und ich denke, ist jetzt auch nichts krass Besonderes, die jetzt alle sich nochmal anzuhören. Ja, ich würde aber sagen, das war es erstmal für meinen Teil des Let's Plays. Der Rest ist ja im Together, den machen wir ja im Together. Ja, die Credits, wie gesagt, ich guck, ob wir das einfach so dann machen.
Mikrobonus wollten wir ja auch noch machen. Da gab es ja noch Sag's Laut, das Spiel. Und wenn wir das schaffen, die Credits halt freizuspielen mit den Sternen, eigentlich müssten wir das freischalten. Wir müssten 200 Sterne insgesamt freischalten, irgendwie. Wir müssen ja erstmal die Wirrwarrburg freischalten, also kaufen, und dann die Credits, die kosten auch nochmal 100. Entweder machen wir die zusammen, oder ich schneide einfach meine Meinung noch im letzten Part dann einfach rein. Ich nehme dann nochmal schön auf, wie ich die Credits dann nochmal durchlaufen lasse. Wir werden schon was finden, meine Damen und Herren. Nichtsdestotrotz haltet das auf jeden Fall noch hinter den Ohren fest, oder merkt euch das mal für später. Nichtsdestotrotz, das war es mal für meine... von meiner Seite. Ja, bis zum nächsten Part auf jeden Fall im Together dann. Wer weiß, wann das dann stattfindet. Auf jeden Fall nichtsdestotrotz, morgens nichts mehr. Tschüss.